Neue Gerüchte um Wladimir Putin. Seine Wangen geschwollen, ist er es wirklich? Nach einer schlechten Schönheits-OP oder ist dies ein Doppelgänger Putins? Dieses kurze Video sorgt aktuell für Gesprächsstoff, wird unter anderem verbreitet von einem Berater des ukrainischen Innenministers. Ob es echt oder bearbeitet worden ist, unklar. Fakt ist, bei einem Treffen von Putin mit chinesischen Militärs sorgt nicht nur der erneut große Tisch samt Abstand für Fragezeichen, sondern auch seine glänzenden, prallen Wangen. Für die einen ist klar, hier ist Putin mit schlechten Implantaten unterwegs. Andere tippen auf eine missratene Schönheits-OP. Vielleicht auch bei einem Doppelgänger, der hier für Putin sitzt. Auch der Kreml selbst und die Nachrichtenagentur Reuters verbreiten Bilder von dem Treffen. Hier sind Putins merkwürdige Wangen zwar auch zu erkennen, allerdings nicht ganz so stark und deutlich. Von der Seite ist eine merkwürdige Beule zu sehen. Auf anderen Aufnahmen vom selben Tag sieht das Gesicht des Diktators allerdings wieder anders aus. Die Bilder lassen viele Fragen offen. Sind sie aus Propagandazwecken mit einem Videofilter bearbeitet worden? Ist einfach der Lichteinfall schlecht? Oder was ist hier los? Ist das wirklich Putin oder doch ein Double? Die Welt rätselt über Wladimir Putin wieder einmal.